Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich diese komplexe Figurengruppe als einteiligen Polyorthangus lösen konnte, warum ich dafür eine Matrixform gewählt habe und wie ich diese sowohl manuell als auch digital erstellt habe. Das ist die Miniatur des Richard-Wagner-Denkmals aus dem Liebetaler Grund bei Dresden im Original von Richard Kur, die ich vor ein paar Jahren für den Miniaturpark die kleine Sächsische Schweiz in 1 Meter Größe nachmodelliert habe. Ihr findet unten in der Videobeschreibung einen Link zu den Prozessbildern der Modellage und des Formbaus sowie ein Video zur Entformung des Epoxidhuelguses. Jetzt hatten wir endlich Gelegenheit, den Epoxidhuelguss einscannen zu lassen und jetzt habe ich das Ganze in mehreren Maßstäben als SLA-Druck vor mir. Jetzt möchte ich das Ganze aber für den Souvenirverkauf nicht jedes Mal ausdrucken müssen, weil das je nach Größe und Detailgrad locker mal 10 bis 20 Stunden dauert, sondern ein möglichst effizientes Abgussverfahren entwickeln. Effizient insofern, dass die Nachbearbeitung bei jedem Abguss minimal ausfällt. Was in der Regel heißt, dass man sich bei der Gussform ein bisschen mehr Gedanken machen muss. Die Figur soll also im Ganzen abgegossen werden. So können zum einen solche speziellen Farbgebungen wie metallische Pulverbeschichtungen oder sogar Transluzenz einheitlich eingegossen werden und zum anderen müssen abstehende Bauteile nicht im Nachhinein angeklebt werden. Wenn man außerdem die Gussform einteilig gestaltet, müssen im Nachhinein keine oder nur minimale Trennlinien versäubert werden. Das wäre dann nur bei diesen Durchbrüchen hier der Fall, die man bei der ersten Entformung im Silikon freischneiden muss. Man könnte diese Figur als eingeschnittene Blockform lösen, wenn man die Form zu Beginn in der Mitte trennt. Das würde allerdings bedeuten, dass man fast über die gesamte Figur eine Trennlinie hätte, also mindestens bis hier, da man die 3 bis 5 cm Silikonstärke sonst einfach nicht so gedehnt bekommen würde, egal bei welcher Härte, um eben jene Durchbrüche freischneiden zu können. Bei einer einteiligen Schichtform hingegen kann man die Form aufgrund der geringen Wandstärke über die gesamte Figur zurückkrempeln. Es spart außerdem Material, aber es dauert in der Herstellung wesentlich länger. Eine klassische aufgepinselte Schichtform lässt sich außerdem nur mit erheblichem Mehraufwand so blasenfrei gestalten, dass man sie danach problemlos in einer Druckkammer verwenden kann. Und da kommt die Matrixform ins Spiel. Zum einen vereinfacht sie die Formgebung des Silikons, weil man es im Vorhinein mit einem Platzhaltermaterial modelliert. Zum anderen vereinfacht sie die Verarbeitung des Silikons, da man es im flüssigen Zustand und entlüftet in einen vorher geschaffenen Hohlraum einfließen lässt. Und sie lässt sich außerdem sehr einfach und schnell reproduzieren. Das kann zum Beispiel für Serienproduktion sehr nützlich sein oder wenn man, wie ich, fürs Freischneiden dieser Durchbrüche mehrere Versuche braucht. Wenn man sich dann für den Mehraufwand einer Schichtform entschieden hat, sollte man aber die Form und die Größe des Positivs über die Art der Verarbeitung entscheiden lassen. Also bei sehr großen Objekten mit entsprechend großen Flächen, die überspannt werden, sollte man einfach klassisch pinseln und spachteln. Aber man muss natürlich sagen, dass sich jede Gussform, also jede Schichtform, auch im Nachhinein zur Matrixform machen lässt, indem man einfach die Stützkappen modifiziert. Hier in dem Fall war das vorher gepinselt und gespachtelt und ich habe einfach im Nachhinein die Löcher gebohrt und den Formkasten in der richtigen Größe geschaffen, sodass ich danach eben wieder diesen Zwischenraum flüssig auffüllen kann. Zum Ablauf. Die Silikonform wird mit dem Platzhaltermaterial direkt auf die Figur aufmodelliert und von der Stützkappe aufgenommen. Dann wird das Platzhaltermaterial wieder entfernt und der so entstandene Hohlraum kann mit flüssigem Silikon aufgefüllt werden. Ich habe außerdem, da ich diese Figur als digitalen Datensatz da habe, die Gelegenheit, sowohl die Stützkappe digital zu erstellen, als auch sie direkt auszudrucken, also ohne den Umweg, denn das Platzhaltermaterial auf- und abtragen zu müssen. Das ist allerdings wahrscheinlich nur in diesem kleinen Maßstab praktikabel, auch wenn das jetzt hier nur der Testlauf ist. Zum einen werden die meisten von euch nicht wesentlich größere Drucker zur Verfügung haben. Zweitens werden dann mit größeren Gussformen natürlich die Materialkosten und die Druckzeiten enorm steigen. Und drittens sind ja auch bei größeren Gussformen die Belastungen größer und man müsste entsprechend die Schichtdicke verstärken und was wieder höhere Druckzeiten und Materialkosten zur Folge hätte. Oder dass man ja nachträglich Glasfaserlaminat auftragen müsste. Die digitale Herangehensweise macht also nur im kleinen Maßstab Sinn und deswegen zeige ich euch auch für größere Anwendungen oder wenn Zeitdruck mit im Spiel ist, die manuelle Methode mit Polyurethan-Gießharz.
Der harte Monsterclay ist wirklich sehr gut als Platzhaltermaterial geeignet, da er sich im flüssigen Zustand gut in Platten gießen lässt und im warmen Zustand gut drapieren und modellieren lässt und im festen Zustand richtig gut glätten lässt. Dieses Endfinish mit dem Heißluftföhn, sozusagen Flammpolieren, ist natürlich auch noch extrem hilfreich. Diese kleinen Dropse hier als Schlösser sind vielleicht nicht unbedingt nötig, aber lieber mal ein Schloss zu viel als zu wenig. Ich habe noch darauf geachtet, keine unnötigen Höhepunkte zu lassen, sodass die Luft, abgesehen von diesen kleinen Schlössern, nur an einem einzigen Punkt dann nach oben entweichen kann. Und hier wird dann in der Stützkappe dafür ein spezieller Kanal gefräst. Ich werde die Stützkappe in zwei Hälften und mit einem glasfaserverstärkten Polyurethansystem anfertigen und dabei so eine Art Sandwich-Werkstoff herstellen. Die erste Deckschicht, die als Gelcoat aufgepinselt wird, wird mit Mikrofaserflocken angedickt, und zwar die fertige Harzmischung, um eine komplette Vernetzung zu gewährleisten, da diese Schicht dann später mit Silikon in Kontakt kommt. Wenn man da die Einzelkomponenten andickt und dann verrührt, könnte man geringe Vernetzungsstörungen erzeugen, die dann wiederum beim Silikon Inhibition verursachen. Die darauf folgende Kupplungsschicht werde ich mit Microballons andicken und als Knete auftragen. Dabei ist die Verarbeitungszeit wichtiger als die hundertprozentige Vernetzung, deswegen können die Einzelkomponenten angedickt werden, idealerweise eine davon eingefärbt, damit man dann beim Durchmischen sieht, wie weit man schon ist und die kurze Topfzeit komplett ausnutzen kann. Und danach wird nass in nass noch ein Decklaminat aufgetragen mit zwei 160 Gramm Glasfasermatten in Körperbindung, die das Ganze dann nochmal schön glatt ziehen und versiegeln. Das Harzsystem, das ich verwende, ist Sika Biresin F190 und das ist mit seinen 5 Minuten Topfzeit und dem 1:1 nach Gewicht Mischverhältnis ziemlich gut geeignet für diese kleine Anwendung. Bei größeren Flächen und entsprechend größeren Kräften, die dann beim Entformen auf das Objekt ausgeübt werden, sollte man lieber zu einem Epoxidsystem greifen und dann auch eine längere Topfzeit in Betracht ziehen. Bei der Wahl der Fasern sollte man bedenken, dass je kürzer die Faser, desto besser lässt sich die Masse verarbeiten. Aber je länger die Faser, desto höher die resultierende Bruchstabilität. Die kurzen Fasern lassen sich also sehr gut für einen Gelcoat einstellen, der aber keine besonders hohe Stabilität bringt. Und die langen Fasern lassen sich dann höchstens noch als Knete oder indem man sie aufstreut oder eben als Laminat verarbeiten. Bei den Microballons sollte man beachten, dass diese in einer Harzmischung so gut wie überhaupt keine Bruchstabilität bieten, sondern wirklich nur in Kombination als Sandwich-Werkstoff, also als Füllmaterial zwischen zwei Glasfaserlaminaten geeignet sind. Ansonsten reduzieren sie natürlich das Gewicht und sorgen dafür, dass man ein bisschen Harz spart. Hier habe ich mich gerade nochmal umentschieden, statt dem F190 für die Deckschichten doch das Biresin G26 zu nehmen. Mit den 5 Minuten Topfzeit des F190 hätte ich bis zur nächsten Schicht ungefähr eine halbe Stunde warten müssen und mit dem G26 sind es nur ungefähr 5 Minuten. Um mir den Gelcoat möglichst klumpenfrei anzudicken, mische ich mit der Harzmischung zuerst eine steife Paste an, die ich dann mit den Resten derselben Harzmischung wieder rückverdünne. Wenn ihr die Mikrofaserflocken lose in eure Masse reinstreut und versucht, das klumpenfrei rauszukriegen, verliert ihr wertvolle Topfzeit. Um den Gelcoat am besten blasenfrei aufzupinseln, trägt man ihn am besten als erstes dünn auf und baut danach erst das Volumen auf. Wenn ihr sofort mit viel Volumen auf die Masse aufgeht, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr in den tiefliegenden Falten und scharfen Kanten Luftblasen einfangt.
Ich habe außerdem hier ein Hartwachstrennmittel aufgepinselt. Man sollte in dem Fall kein zu weiches Trennmittel, wie zum Beispiel Vaseline, nehmen, da die Schicht, die zurückbleibt, sich wieder mit in die neue, also in die Polyurethanschicht einarbeiten lassen könnte. Da habe ich schon mal ein paar schlechte Erfahrungen gesammelt und in dem Fall, wenn man mit Plastik auf einem festen Untergrund arbeitet, sollte man definitiv auch ein festes Trennmittel verwenden. Also in der Größe muss man nicht unbedingt mit einem Kunststoff arbeiten. Da würde es auch Gips oder Gipsbinden genauso gut bringen. Aber was mich am meisten stört, ist das Gewicht des Gipses. Bei einer einzelnen Gussform mag das nicht so auffallen, aber sobald man wie ich kistenweise Gussformen mit Gipsstützkappen zu lagern oder zu schleppen hat, macht das einen erheblichen Unterschied. Aber zum Thema Verschwendung und Umweltbelastung generell, so dick müssen diese Schichten nicht sein. Die sind ja nur als Füllschicht zwischen den beiden Deckschichten gedacht und da hätte es die Hälfte auch getan. Es geht ja nur darum, dass sich das Decklaminat gut auftragen lässt und diese Schichten voneinander getrennt sind, um eben die Biegefestigkeit zu gewährleisten. Perspektivisch werde ich auf jeden Fall versuchen, bei der nächsten Stützkappe diese Massen besser einzuschätzen. Aber wie so oft im Formbau ist es so, dass man eben entweder viel Zeit oder viel Material in die Hand nehmen muss. Und in dem Fall ging es eben besonders schnell. Bevor ich die Form jetzt tatsächlich benutze, muss ich noch testen, welchen Kautschuk ich verwenden kann. Generell verwende ich lieber additionsvernetzendes Silikon, aber das ist in Kombination mit SLA, Kunstharzdrucken, relativ kompliziert hinzubekommen. Da ich dieses ganze Objekt jetzt nicht beschichten will, muss ich es also so gut durchgehärtet bekommen haben, dass das auch in den Tiefen komplett abbinden kann. Das ist jetzt hier der Test, ob ich das hier überall problemlos abziehen kann oder ob noch feuchte Stellen zurückbleiben. Wenn jetzt hier unter diesen Silikon-Testlappen noch feuchte Stellen sind, heißt das, dass ich Kondensationssilikon verwenden muss. Die sind in der Regel wesentlich dickflüssiger und lassen sich dann schlecht in so einer Gussform verarbeiten. Dafür kann man sie mit Silikonöl verdünnen, was wiederum dann heißt, dass die wesentlich stärker bluten. Also gucken wir mal, was sich jetzt hier unten befindet. Vielleicht haben wir ja alles richtig gemacht. Ja, hier ist es ein bisschen klebrig. Aber das muss erstmal nichts Schlechtes sein. Puh! Na, ein Glück.
Das ist jetzt der erste Testguss aus der letzten Gussform. Nur hier ist eine Stelle, wo die Trennlinie ein bisschen unsauberer wird, einfach weil ich den Schnitt blöd gesetzt habe, aber das kann ich verkraften. Also hier seht ihr das Schlachtfeld, die allererste Gussform, die hier oben eine fette Luftblase hatte. Das ist die zweite, die ebenfalls oben eine Luftblase hatte. Und beim Nachspachteln ist die ganz dünne Haut hier, die noch übrig war, eingerissen. Also, ne, für die Tonne. Und diese hier funktioniert zwar eigentlich, aber hier habe ich die Entlüftungsstege eben schneiden wollen und an mehreren Stellen direkt daneben geschnitten. Und deswegen, ja, ebenfalls für die Tonne. Und jetzt haben wir hier den Gewinner.